Alan Wake, wir machen weiter und springen einfach direkt mal rein, würde ich sagen, ne? Los geht's. Ah ja, wir sind noch im Hotel. Gut. Wir sind jetzt dahin geflüchtet. Der Teufel hat die Tür kaputt gemacht. Dementsprechend gehen wir jetzt hier raus. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Finde den Tatort im Hotel. Untersuche den Tatort im Raum 108. Okay. Machen wir. Die Muse war das Mordopfer. Die letzte Szene fand in Raum 108 statt. Was haben wir denn da für einen Ausschlag im Mikrofon? Oh Gott. Da steht schon wieder einer. Aufpassen. Kann ich hier direkt... Nein. Geh weg. Geh weg. Ich guck mal kurz. 108 war doch da hinten, ne? Ja. Oh. Oh, Mia. Das ist aber sehr nett von dir. Oh, ach du Scheiße, was... Mia, was machst du denn? Bist du wahnsinnig? Alter Schwede. Moin, moin. Bist du verrückt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ach du Scheiße. Vielen, vielen Dank, Mia. Vielen Dank. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Und schon habe ich ein Lächeln im Gesicht. Meine Güte, das ist ja der Hammer. Uiuiui, jetzt fange ich sogar an zu schwitzen. Ach du Scheiße, sehr, sehr nett von dir. Absolut. Absolut. Ich hoffe, die Leute wissen das zu schätzen und bedanken sich auch bei dir. Sofern sie es mitbekommen. Also wenn ich ein Sub-Geschenk kriege und bin nicht gerade im Stream, dann kann das schon mal ein paar Tage dauern, bis ich das mitkriege. Von daher, nimm es den Leuten nicht übel. Aber krass, welche Leute da eins bekommen haben. Ja, mir geht's gut. Dankeschön, Dankeschön. Ich kann nicht klagen. Ich hab meinen Sohn da gehabt übers Wochenende. War wieder sehr lustig. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, jetzt ist der vorhin abgeholt worden. Und dann habe ich mir gedacht, starte ich mal noch eine kleine Runde am Sonntag. So, da hinten müssen wir rein. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt, da reinzukommen. Aber da liegt immer noch einer. Da liegt immer noch einer. Wie geht's dir? Schönes Wochenende gehabt. Bisschen Fastnacht gefeiert. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll, ne? Ich hätte ja mal ein bisschen googeln können, wie. Weil wenn ich jetzt die Szene hier wechsle... Ah, guck mal, wir haben was Neues. Höhepunkt. Dir geht's super. Perfekt, perfekt. Ja, Fasching ist auch nichts für mich. Wo ich herkomme, gibt's das so in dem Ausmaß nicht. Und als ich dann in meiner Jugend dann hier in Rheinland-Pfalz gelebt habe, da war ich 14, 15, 16, da hat man das halt mal mitgemacht, ne, klar, bisschen mitgelaufen, einfach hier ein Grund zum Saufen. Aber ja, das hat dann sehr schnell wieder aufgehört. Oh, jetzt beeinflusste die Realität. Das ist nicht so meins. Wasser.
Warte. Ja, letzte Woche war Kinderfasching. Oh Gott. Das ist dann natürlich was, wo der Kleine mega Spaß dran hat. Und dann hat man als Papa natürlich auch Spaß dran. Also ich war nicht dabei. Ich konnte nicht, weil dienstags habe ich ja jetzt Nachsorge. Aber Kostüm und so, ne, das ist halt geil. Das ist halt geil. Dieses Jahr war er Harry Potter. Und es sah sehr cool aus. Sehr cool gemacht. Letztes Jahr war er Batman, so richtig mit Muskeln, ne, so eingenähte Muskeln und so. Voll cool. Ja, genau, für die Kiddies ist das was. Gerade bei dir im Job ist es ja Pflichtprogramm und super Laune mit Sicherheit. Aber ja, für einen persönlich. Nö. Oh. Ja, hier im Dorf, in der Stadt, ist am Dienstag Umzug. Dienstagmittag. Aber ja, da bin ich natürlich arbeiten. Und abends habe ich dann halt wieder Nachsorge. Also man kann doch nicht mal irgendwie rumrennen und Reste aufgreifen und mitnehmen. Das wird auch nicht stattfinden. Weil ich sag mal, die Nachsorge, die geht bis 20.30 Uhr. Bis dahin liegen alle schon im Delirium oder bei irgendjemand auf der Couch oder im Bett oder wo auch immer. Also, das verpasse ich komplett. Da am letzten Dienstag, die anderen Leute, die in der Mitte der Nachsorge sind, haben schon angefragt, oh, ist da wirklich Nachsorge oder fällt das aus? Ist doch Fasching. Da habe ich mir auch nur gedacht, jo. Also selbst wenn es nicht ausfällt, das ist mittags. Ne? Bis abends ist doch alles erledigt. Du gehst morgen als Verkehrspylone, das ist ja cool. Das ist auch geil. Also verkleidet habe ich mich nie, tatsächlich. Ich bin eigentlich immer als Badewanne gegangen. Ich habe mich voll laufen lassen. Als Kind im Kindergarten, da hat meine Mutter mir mal ein Superman-Kostüm genäht. Sehr, sehr geil. Da habe ich sogar noch Fotos. War alles, hat super gepasst und so, alles perfekt, Umhang und Zeichen, bla bla bla. Nur gab es keine roten Stiefel. Ja, damals noch auf Borkum. Da war es schwer, rote Stiefel zu kriegen. Da habe ich dann gelbe Gummistiefel angehabt. Sah ganz lustig aus. Das sieht aus wie von Shining, ne? Die alte, wo da in dem Zimmer liegt. Ja, war absolut geil. Habe ich ein cooles Foto. Wenn ich dran denke, kann ich dir das ja mal schicken. Irgendwie war ich echt cool. Näher als je zuvor. Das war dann so 1984 ungefähr. Die FBI-Agentin. Saga Anderson. Ich nähere mich. Ich spüre es. Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Sind Sie noch gefangen? Ich habe den Klinker. Cowboy oder Zorro? Ja, Prinzessin-Kram, ich finde es auch blöd. Also, ich habe so die Theorie, jedes kleine Mädchen, das als Prinzessin geht, ne, gerade Kindergarten oder so, macht das eigentlich nur, weil Mami das will. Ne, Mami möchte eine kleine Prinzessin da rumlaufen haben. So von wegen, vielleicht durfte es selber als Kind nicht oder... Ist halt einfach so Prinzessin und Einhörner und Rosa-Fan oder irgendwas. Aber zu 99% gehen diese Kinder nicht aus freiwilligen Stücken als Prinzessin, sondern weil Mami das denen aufgeschwätzt hat. Garantiert. Es dauerte nur einen Moment, wie zwei Planeten, die aneinander vorbeiziehen. Saga Anderson half mir, tiefer vorzudringen, der Flucht näher zu kommen. Ich meine, klar, die kleinen Kinder, die haben ja auch keine Ideen. Für die ist das alles neu und so. Und da kommt dann Mami und, geh doch als Prinzessin.
Ich musste das Manuskript von Return finden. Kann ich mir schon vorstellen. Ah, das war's. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nee. Obi-Wan, ehrlich? Cool. Sehr geil. Obi-Wan Kenobi. Aber mit W wieder geschrieben. Nur so. Nebenbei. Ist ja kein Holländer. Oder? Obi-Wan Kenobi. Goedemiddag. Ik wil er nabij wieder dadig. Of de rabassen. Fijne avond. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass wir jetzt so schnell mit dem Kapitel durch sind, hätte ich das in dem Video noch drangehangen vom Donnerstag. Jetzt habe ich schon geschnitten und hochgeladen. Eieieiei. Aber gut. Mein Lichtschwert war aus einer Taschenlampe und blauem Transparentpapier. Ja, cool. Geile Idee. Ich meine, ich weiß ja, wie alt du bist. Und das war ja dann auch in den 80ern. Und also ich wüsste nicht, dass es da schon dieses Merchandise, Plastik, Lichtschwert gab. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kam erst später. Von daher, also besser kannst du es doch nicht regeln. Gab's nicht, ne? So, gut. Ja, genau. Ja, deswegen, also mein Superman-Kostüm, das hat meine Mutter komplett genäht, ne? Also, die hat blaue, so Seide war das, so die Art. Ich hatte einen Rolli unten drunter, einen weißen Rolli. Dann hat die mir aus Seide, hat die mir dann den Anzug gemacht, den blauen, und eine rote Hose und das Zeichen vorne aus verschiedenen Lagen, ne? Rot, Gelb, Blau und Rot. Ne, Blau ist glaube ich nicht dabei. Und dann den Umhang und so. Voll geil. Echt cool. Ich meine, die hat zu der Zeit eh viel mit Klamotten gemacht. Ne, die hat so Profi-Strickmaschinen gehabt. So für, keine Ahnung, 15.000 Mark oder so. Wo du dann mit so einem ganz kleinen Computer am Röhrenfernseher gesessen hast und hast Pixel für Pixel die Muster eingegeben, ne, um die Maschine zu programmieren. Und dann hast du dann die verschiedenen Farben eingespannt. Und dann hat die dann, über Nacht hat die dann einen Pulli gestrickt. Bis morgens aufgestanden, konntest das Ding dann schon abhängen. Voll cool. Dementsprechend hat die Erfahrung gehabt mit solchen Dingen halt. Sehr, sehr geil. Verlasse das Hotel. Wieso habe ich das Gefühl, dass das Verlassen des Hotels nicht so einfach wird? Schauen wir mal. Wow, OBS ist noch gar nicht abgestürzt. Hast du das Intro gesehen, was ich heute habe laufen lassen? Oder kamst du später? War ziemlich cool. Da habe ich eine... Kam später, okay. Da habe ich eine Metal-Cover-Version von Sunday Bloody Sunday auf YouTube laufen lassen. Sehr, sehr geil. Ich muss nur nachher dran denken, das VOD dann entsprechend zu schneiden, sonst kriege ich eine Urheberrechtsstrafe. Irgendwie hat es nicht geklappt, das über die VOD-Spur laufen zu lassen. Oder ich habe es falsch rum gemacht, keine Ahnung. Man hatte es am Anfang nicht gehört im Stream und dann habe ich halt schnell auf normal gemacht. Muss ich unbedingt dran denken. Aber geiles Lied. Von Frog Leap Studios, Leo. Boah, ich kann mit der Nachname weiß ich nicht. Ist irgend so ein halb italienischer Nachname. Ich speichere mal schnell. Der macht sehr geile Coverversionen. Was ich immer wieder empfehlen kann.
Ja, genau. Leo Mitte. Ach, deine Mom auch. Oh, krass. Ja, Leo ist cool. Der Lego-Fan. Sein YouTube-Kanal ist ja Leo Lego. Sein privater. Oh, ich höre schon den Bösen da. Oh, oh. Schnell weg, schnell weg. Ja, der macht voll die geilen Coverversionen. Was ich empfehlen kann, was ich, also jedem, dem ich mal irgendwie auf den Typ aufmerksam mache, zeige ich immer von Toto, Afrika, das Cover. Das ist das Geilste, was er jemals gemacht hat. Das ist so gut. Wake me up before you go, go. So, schnell weg hier. Das ging ja dann doch recht einfach. Oder? Ja. Nichts passiert. Ghostbusters und Titanium. Titanium habe ich gehört. Geht. Ghostbusters bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das schon gehört habe. Der hat ja schon 32 Alben oder so, ne? Das ist ja abartig. Hatte ich beschlossen, dem Kult zu folgen, oder hatten Sie... Der hat's drauf, der Junge. ...auserkoren, der die Hinweise auf der Basis meiner Interpretation ordnen und das von mir beobachtete... Da verschenkt ihr einfach 5 Subs. Das ist Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Einer Höhle. Ein Echo realer Ereignisse, die da werde ich nachher, wenn ich im Bett liege, noch drüber nachdenken. Das ist krass. Echt krass. Verrückt. Nochmal. Nee, da krieg ich einen Herzinfarkt. Mach das nicht. Natürlich freue ich mich drüber, aber das musst du nicht. Das musst du wirklich nicht. Oh, muss ich wieder der Bar hinterher? Parliament Tower, ist das der? Der da? Ja. Das ist er. Dann gehen wir da mal hin. Oh, guck mal, noch ein Speicherpunkt. Die nehmen wir mal alle mit, die Speicherpunkte hier. Wie sind das? Haben wir Platz im Inventar? Oh, nee, gar nicht so. Dann Schuhkarton. Naja, komm, die packen wir beide weg. Brauchen wir nicht. Schnick, schnack. So. Handwaffenmunition, Schrotflintenmunition, Batterien. Batterien können wir gebrauchen, ne? Guck mal hier, Leuchtpistole haben wir nur eine Kugel. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ach komm, lass mal aufräumen hier. Geht das? Okay, warte. Nein, warte. Ich will das ein bisschen sortiert haben hier. Hey. So. So, Knarre dahin. Dann. Das ist die Handwaffenmunition. Schrotflintenmunition. Batterien. Dingenskirchen. Obwohl, das können wir nicht dahin machen. Ja. Bisschen aufräumen in der Tasche, ne? Oh, wir könnten auch mal wieder in die andere Realität springen, ne? Zur Saga. Sollen wir mal? Ja, komm. Bisschen Abwechslung reinbringen. Bisschen Detektivarbeit leisten.
Okay. Dann gehen wir da. Oh Gott, wie sieht's hier denn aus? Also voll. Voller geht's nicht. Schuhkarton, da ist er. Oh, halt. Falscher Knopf. Da müssen wir unbedingt aufräumen. Alter Schwede. Ich meine, solange da jetzt nicht wirklich was ist, von wegen gefährlich, gefährlich, brauchen wir auch nicht so viel Health Packs mitzunehmen. Ist ja Schwachfug. So, Leuchtfackeln brauchen wir jetzt auch nicht so viele. Eigentlich keine. Was ist... Ey. Propantank. Ah, der Wurfbare. Oh. Mia, du bist völlig verrückt. Ich hoffe, dir ist das klar. Oh, Voice Crack schon. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Unglaublich. Unglaublich. Und sogar fremde Leute. Es sind nur zwei dabei, die ich kenne. Geht ja in die richtige Richtung. Da, ja. Vielen, vielen Dank, Mia. Vielen Dank. Du bist trotzdem verrückt. Wenn ich es mal so erwähnen darf. Unglaublich. So, Schrotflintenmuni, Handwaffenmuni. Und ja, bin verrückt. Muss den Grund haben, dass Teufel mich liebt. Exaktemo. Exaktemo. Ah, verrückt sein ist gut. Alles andere ist komisch. Echt der Hammer. Echt der Hammer. Unglaublich. So, speichern. Ah ja. Wir sind von da unten gekommen. Ah, stimmt. Sai Shinorai, wenn man es ausspricht. Und vielleicht guckt sie ja dann doch mal wieder rein. Tut mir ja immer noch leid, ne? Oh, halt, was stand da? Gehen Sie zum Valhalla Nursing Home in den Wäldern von Bright Falls. Ja, ne? Eieieiei. Das ist echt dumm gelaufen damals, ne? Kultversteck. Ja, dann gehen wir doch dahin. Da können wir doch wieder eine Kiste aufmachen. Sie ist nicht nachtragend. Das ist gut. Das ist gut. Ja, also Stardust, da habe ich gesehen, hat er einen abgekriegt. Der ist von Maverick. Den hat Maverick mal rübergeschickt in dem Back for Blood Stream. Peter Zwegert ist mein ehemaliger Arbeitskollege, der hat ja nur Praktikum gemacht bei uns, von seinem Studium aus, ein halbes Jahr. Und den Rest, den kenne ich nicht. Sehr cool. Neue Leute. So. Na? Bin ich ja richtig? Kultversteck mäßig. Sieht fast danach aus. Oh, da haben wir wieder eine Figur. Sehr cool. Nur eine? Ja. Noch mehr dieser Reime. Jede Menge Reime, die sich auch noch reimen. Okay. Ich glaube, hier haben wir das erste Mal die Möglichkeit, mehrere Figuren hinzusetzen. Oh, liebste Mutter, darf ich gehen, will spielen und die Sonne sehen.
Ich sage, liebste Tochter, dir, die über alles ich so mag, geh spielen, aber nur am Tag und nur am Waldesrand. Doch nie, mein Kind, spiel an Gestatt und Strand. Okay. Boah. Oh, liebste Mutter, darf ich gehen, will spielen und die Sonne sehen. Wahrscheinlich aus dem Haus rausgehen, ne, Kinderpuppe. Ich sage, liebste Tochter, dir, die über alles ich so mag, geh spielen, aber nur am Tag und nur am Waldesrand. Ich glaube, da fehlt uns dann doch noch ein Püppchen. Oder? Hm. Können Sie mal durchprobieren, ne? Nein. Mhm. Macht keinen Sinn. Ich weiß. Ich probiere es trotzdem. Sieht falsch aus. Ja. Hirsch. Das ist falsch. Nein, komm, dann nehmen wir sie alle wieder mit. Irgendwann haben wir genug Puppen, um das, um alle zu lösen. Wo geht's denn da noch? Ah, guck mal hier, da ist die Hütte, wo wir eben waren. So, gibt's hier noch ein bisschen Loot? Ah, noch eine Puppe. Da ist Mutter. Jawohl, Mutterpuppe. Sehr gut. Sonst nichts? Okay. Dann legen wir die auch mal dahin. Also, das ist Kind. Das ist bestimmt Mutter. Nee. Nee. Warte mal. Ich sag's, liebe Tochter, dir, die über alles ich so mag, geh spielen, aber nur am Tag und nur am Waldesrand. Ja, vielleicht eine Sonnenpuppe oder so. Okay. Oder, ne, ah, warte mal. Komm, pack hier nochmal das Kind hin und beim Herz die Mutter. Oh. Ne. Ja, komm, dann. Pack nochmal ein. Wir kommen wieder. Okay. Hier war nichts irgendwie versteckt, ne? Oh, guck mal. Ach ja, wegen der sind wir da hingegangen. Oha. Oh Gott. Oh, geil. Ha, meine Psyche wird langsam besser. Der Kult des Baumes sieht alles. Was war denn da? Okay. Okay. So, und schon habe ich das Verlangen, wieder die Kiste leer zu machen. Also das Inventar leer zu machen. Was war denn das hier für ein Schild? Ach, Gewehrmunition. Oh. Dann werden wir wohl dem nächsten Gewehr kriegen. Ärgert mich ja ein bisschen, dass wir an dem Vergnügungspark die Armbrust nicht gekriegt haben. Weil Pfeile waren da jetzt schon des Öfteren mal zur Verfügung. Aber wir haben die Armbrust nicht. Das Rätsel haben wir nicht gelöst. Das ist ein bisschen schade. Ein Toffelino! Einen wunderschönen guten Abend, junger Mann. Ach, guck mal, wir kommen sogar an der Kiste am Schuhkarton vorbei.
Können wir das direkt einpacken? Warst du klar, ich bin wach. Teufel, guck bloß nicht nach oben zu den geschenkten Subs. Das gibt nur Ärger. Mia ist verrückt. Absolut verrückt. Schon gesehen, ja? Was ist das denn für ein Emoji? Ist das ein Herz auf der Seite? Ich kenne mich doch in dieser Internetsprache nicht aus. Bin doch schon zu alt für sowas. Genau, ah, okay. Dann interpretiere ich das einfach mal für mich. Dankeschön. Wie geht's dir, Teufel? Was hast du so getrieben an diesem wunderschönen Wochenende? Fuck, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Geh weg. Noch einer. Oh, wow. Alter. Komm her, du feiger Köter. Was mit dir? Alter. Oh, ich höre was. Oh Gott. Oh. Voll auf die 12. Alter. Ah, Geburtstag von der Mutter. Hast du wieder schön den Bauch vollgeschlagen, ne? Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ah, ist gerade Werbung. Gab's lecker Kuchen und lecker Abendessen, ne? Wow. Alter. Der will mir wehtun. Komm, komm. Kann man da was looten? Nö. Heieieiei. Paar Blumen im Garten gestalkt und mir was zum Testen bestellt. Aha. Es gibt nie genug Mordstoffel. Nu ist der Fluffy Put. Was hast du dir zum Testen bestellt? Oh, hier. Da ist wieder eine Lunchbox. Dann gehen wir erstmal dahin. Oder ist das eine, die wir schon hatten? Nein. Maverick muss keine Angst um seinen Job haben. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Zack. 7. Das reicht uns nicht, um was aufzurüsten. So, wir sollen zum Valhalla Nursing Home. Das ist hier. Wo war es sonst? Ranger Cabin. Der Ranger. Düdlüdüm. Ah, er zeigt die sogar so an, die Kinderräume. Guck mal, hier ist noch eine Kiste. Da können wir auch nochmal hin. Das ist der Dingen. Also eigentlich sollten wir da lang gehen, dass wir die ganzen Kisten hier noch mitnehmen. Aber irgendwie sieht's gefährlich aus. Irgendwie sieht's gefährlich aus. Ich meine, die können wir bestimmt noch eben holen. Sollen wir mal gucken, dass wir die finden. Ich schätze mal hier, ne? Ein Auto. Okay. Da wächst ein Baum durch den Motor. Wie lang
bitte steht denn dieses Auto schon da? Na, groß ist ja nicht der Baum. Bei Castle Arts Skizzenbücher, Graphit, bunte. Ja, cool. Cool. Geile Idee. Geile Idee, auf jeden Fall. Das Auto ist tatsächlich ökologisch wertvoll. Wieso die Schiffswracks, ne, wo dann auf dem Grund liegen, da bilden sich ja, wie soll ich sagen, neue Riffe. Ne, also gerade so vor Australien, so an der Küste, da dürfen einige Schiffswracks nicht entfernt werden, weil sich da neue Kulturen gebildet haben. Also neue Riffe, dadurch neue Kulturen. Finde ich der Hammer. Warum nicht auch im Wald? Alles klar, Uschi, dann lurk dir mal ein. Kannst ja Ausrufezeichen lurk und dann passt das. Dann weiß jeder Bescheid. So, in einer Fabrik gibt es insgesamt 200 Fahrzeuge. Darunter Fahrräder und Autos. Jedes Auto hat 4 Räder und jedes... Oh Gott. Mathematik. Lurch. Insgesamt gibt es 754 Räder in der Fabrik. Wie viele Autos sind... Alter. Gibt immer schon so lange gemacht, dann ist der Chat sicher. Hat nie hinter Gedanken. Nie. Ja, will ja nicht. Er will ja nicht. Kann sofort Mod werden. Das kann ich mittlerweile mit einem Klick hier im Chat machen. Muss ich noch nicht mal in die Einstellung gehen. So. Textaufgaben. Wer hat aufgepasst in der Grundschule? Bei mir ist das schon zu lange her. Ungefähr 38 Jahre. 175, sagst du? Ich habe noch gar nicht angefangen zu rechnen. Okay, ich vertraue dir. Naja, vielleicht andersrum. Oder war das nur so eine Zahl? Nee. Okay. Dann. In einer Fabrik gibt es insgesamt 200 Fahrzeuge, darunter Fahrräder und Autos. Jedes Auto hat 4 Räder und jedes Fahrrad hat 2 Räder. Insgesamt gibt es 754 Räder in der Fabrik. Wie viele Autos? Alter, was ist denn das? Doffel hat mich veräppelt, verkackeiert. So, 200 Fahrzeuge. Alter Schwede. Das Schlimme bei sowas ist ja, dass es... Ist es peinlich? Bestimmt. Egal. Ich bin, wie ich bin. Und ich bin Popeye, der Seemann. Okay. 200 Fahrzeuge. Das bräuchten wir Papa Platte. Der kann sowas. Also, 200 Fahrzeuge. Darunter Fahrräder und Autos. Jedes Auto hat 4 Räder und jedes Fahrrad hat 2 Räder. Also die 200... Fahrzeuge. Da bin ich echt ein bisschen zu doof hier. Weil theoretisch könnte man sagen, es wären... Warte mal, Taschenrechner. Taschenrechner. So, pass auf. Okay, warte mal, müssen wir... Da. Mal 4. 188 würde ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten. Das wären dann 188 Räder, ne, von den Autos.
Und also Autos und ein Fahrrad. Nein. Ja, ein Fahrrad wäre ja dabei. Da steht ja nicht, wie viele Fahrräder. Das ist ja das Fiese. Darunter Fahrräder und Autos. Ach so, ja, gut. Es sind 200 Fahrzeuge. Also zwei Fahrräder passt ja nicht. Ja, eben. Jetzt, wo du schreibst. Alter, wie ich sowas hasse. Okay, wir rechnen mal weiter. Ich habe ihn noch offen. Wie kann das denn angehen? So, warte mal. Das wären dann... Nee, halt. Hier. Okay, wenn wir dann jetzt mal... Und hier. 700. Nee. Oh, fuck. Das ist echt fies, sowas. 177 hatte ich auch gerade mal kurz. Aber meinst du? Hatte ich gerade in der Rechnung auch mal, aber... Oh, okay. Okay. Rechenweg nicht verstanden, aber ja. Gut gemacht. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie ist die Lage? Wir brauchen mehr Piktogramme, mehr Graffiti. Ich will, dass die Leute sich in die Hosen scheißen, wenn sie daran denken, in den Wald zu gehen. So weitersagen. Zack, zack. Und zack. Was war das? Kann ich das sehen? Nee. Okay, haben wir. Gut, dann gehen wir jetzt aber mal den normalen Weg hoch. Wie nur Langeweile. Ja gut, ist Sonntag. Abfahrt! Ich nehme an, du bist auch kein Jack, kein Fastnachtsmensch. Ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt zum Schuhkarton. Oh, wollen wir da unten? Nee. Wir gehen uns mal hier den normalen Weg. Ja, ne? Komische Menschen, die Karnevalisten. Ich brauche das auch nicht. Wie gesagt, wo ich aufgewachsen bin, da gab es das so nicht. Klar, es gab in der Kita was. Es gab in der Grundschule so ein bisschen. Da gab es dann mal einen Tag, wo man verkleidet kommen durfte. Aber so eine Party oder so... Das war einfach nur, um den Kindern eine Freude zu machen. Mehr nicht. Klar, in die Jugend, ne, so mit 14, 15, 16, bin ich dann hier in Rheinland-Pfalz, bin ich dann auch mal des Öfteren dabei gewesen. Nie verkleidet, aber immer ein Glas dabei zum Auffüllen. Ich habe mit Logan nie hier gelebt, aber ich weiß nicht genug über meine Familiengeschichte, um es ausschließen zu können. Meine Mutter wusste nichts, ich brauch das nicht, ne. Vater zu sagen. Je weniger ich über ihn wusste... Ja, die Therapeutin als Katze. Frauen als Katzen sehen immer süß aus. Ja, gucken wir mal. Nee.
Lass mal gucken, ob wir hier ein bisschen Loot finden, bevor wir da reingehen. Ins Valhalla Gedächtnishaus. Ich würde da tatsächlich gern mit der Karre rumfahren. Bürgermeister Setter, Ihr Sitz im Rathaus. Ja, nee, ist klar. Wellness Center. Da ist kein Licht an. Das macht mir jetzt schon wieder Angst. Aber komm, wir gehen erstmal außen rum. Ja, Mann. Donuts. Voll geil. Ja, ich habe am Wochenende den Kleinen wieder gehabt, ne? Haben gestern abgeholt. Und dann sind wir dann erstmal noch in den Lidl einkaufen. Bin ich die Woche noch nicht dazu gekommen. Und dann haben wir uns Donuts mitgenommen, ne? Aus dem Backshop da. Die sind ja mega geil, ne? Gerade die pinken. So gut. Und da haben wir dann zum Mittag gestern habe ich dann so Wraps gemacht und dann zum Nachtisch hier, oder Nachtisch, also zum Kaffee, sage ich mal, noch schön die Donuts verspeist. Mega geil. Oh. Das sieht mir nach einem Geheimnis aus hier. Kann man da vorbei huschen? Nee, okay. Dann nicht. Ja, morgen wieder arbeiten. Ich auch. Und es ist nicht gerade wenig los. Ja, dazu noch ein paar Krankheitsfälle, wie es ja so ist. In der aktuellen Lage. Das macht es dann nicht unbedingt besser. Erstmal noch darunter. Am Freitag auch, wann sind wir rausgekommen? Ich glaube um 5:30 oder so. Und dann habe ich für den Kleinen noch, kennt ihr bestimmt auch, so eine Stoff-Dartscheibe geholt, wo dann mit diesen Bällen, mit dem Klettverschluss außenrum, wo dann drauf werfen kannst, ne, wo dann die Punkte draufstehen. Und noch so Pfeile mit Klett vorne dran. Habe ich dann noch geholt. Da musste ich eine halbe Stunde fahren über Dörfer. Mit einem kaputten Scheinwerfer, wohl bemerkt. Der ist mir am Dienstag nämlich ausgefallen, der linke Scheinwerfer. Ich bin da durch die Nacht gefahren wie Odin mit seiner Augenklappe. Hab dann das Ding geholt und wieder zurück. Also Freitag war das, ne? Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr einkaufen zu gehen, weil da war es dann 5:50 oder so, bis ich zu Hause war. Und Samstagmorgen dann zu Hyundai. Weil ich war mir nicht sicher. Die Scheinwerfer, wie die aussehen heutzutage, merkwürdig. Normal, du siehst ja auf den ersten Blick, okay, da sind Birnchen drin oder das ist Xenon oder was weiß ich. So, der Scheinwerfer ist aufgebaut. Das Fernlicht ist ein Birnchen. Das Standlicht ist ein Birnchen und das Abblendlicht ist diese typische Xenon-Kugel. Bin ich hingefahren und habe gesagt, ey Leute, könnt ihr mal gucken. Ich weiß nicht, was das ist. Ist in die Werkstatt gefahren, kommt wieder raus. War ein Birnchen kaputt. Ich so, gut zu wissen, ist kein Xenon. Das Birnchen kann ich das nächste Mal auch selber wechseln. Da muss ich dann nicht 30 Euro dafür bezahlen, dass der 10 Minuten Arbeit hat. Aber ja, mein Gott. Ich habe weder die Zeit, noch die Lust, noch die Ahnung gehabt. Von daher kann man das mal in Kauf nehmen. Oh, Red Dead Redemption 2 muss ich auch mal weitermachen. Irgendwann wurde es langweilig. Da habe ich dann so die Lust verloren. Was ja oft der Fall ist bei mir, wenn ich irgendwelche Spiele spiele. Aber ich muss da weitermachen. Ist echt geil. So. Klingeln wir mal. Vielleicht ist ja jemand zu Hause. Old Gods.